Memories and nights we had in Cali, Mary Jane who fast food runs in the valley. And we like the signal you came back on. Hi, ich bin Bojan Besinger und dein Tischtennis Online-Coach. Heute geht es darum, wie finde ich heraus, was das Richtige auf meinem Trainingsplan ist. Also was gehört auf meinen Trainingsplan? Da gibt es meiner Meinung nach zwei richtige Wege. Der eine Weg ist, du setzt dich hin und schaust dir an, okay, was passt in meinen Trainingsplan rein? Was mache ich in meinem Leben? Wie arbeite ich? Wann habe ich Zeit? Wie viel Zeit habe ich? Welche Ziele will ich erreichen? Da musst du ganz genau vorgehen, wer bin ich eigentlich und was will ich? Denn es bringt dir nichts, wenn du den Trainingsplan von Malon oder Timo Boll machst und dann aber eigentlich keine Zeit hast, weil du immer arbeiten musst oder Schüler bist und irgendwie für die Prüfungen lernen musst. Es bringt nichts. Deswegen musst du dir selber anschauen, okay, wie gut bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Schwächen vielleicht? Wo habe ich Beschwerden? Hast du Rückenschmerzen vielleicht? Wirst du schnell schlapp nach dem Training? Kannst du irgendwie kein Balleimertraining durchhalten? Solche Sachen musst du dir anschauen, dich erkundigen. Da musst du dir anschauen, was eben wichtig für dich. Also für die einen ist eben Ausdauer wichtig, weil du eben schnell platt bist, weil du kein Balleimertraining durchhalten kannst. Für die anderen ist wieder die Schnelligkeit wichtig, von den Beinen vielleicht Schnellkraft. Die anderen müssen ihre Ernährung ein bisschen anpassen, weil eben die Konzentration irgendwie im Spiel irgendwann nachlässt, während dem Wettkampf, gerade bei längeren Turnieren. Du musst dir ein bisschen anschauen, was für dich selbst wichtig ist und da musst du dich aber da erkundigen. Also ich sehe das oft, viele erstellen sich so einen Trainingsplan und wollen den irgendwie durchziehen, vielleicht auch zu Hause so für Übungen. Es gibt ja viele Übungen, die du daheim machen kannst, für die Stabilität zum Beispiel. Aber da ist es eben wichtig, dass du auch die richtigen Übungen machst. Also ich sehe das oft, dass Spieler eben vor dem Wettkampf irgendwie oder am Tag vorher irgendwelche Übungen machen wollen, um sich gut zu fühlen, um sich fit zu fühlen. Aber eigentlich sind diese Übungen schlecht für den Zwischenspieler. Deswegen musst du dich erkundigen, welche Übungen passen wann und sind die wirklich für mich geeignet. Die andere Option ist, du holst dir wirklich professionelle Beratung. Also ich sehe das wirklich oft, dass viele Menschen alles selber machen wollen. Also sie wollen ein besserer Tischtennisspieler werden, wollen einfach selber irgendwie an sich arbeiten, ohne irgendwie die Technik zu beherrschen. Du kannst dir aber nicht alles perfekt selber aneignen. Genauso ist es auch im Job. Es gibt ja nicht ohne Grund eine Ausbildung, wo da jemand beiseite steht und dir hilft. Es gibt Mentoren, es gibt einfach Coaches. Und wenn du selber die Information nicht hast, wenn du eben oder keine Zeit hast, dir alles selber anzueignen, dann nimm dir auch mal professionelle Hilfe hinzu. Also viele sehen immer nur, okay, ich würde dafür jetzt Geld ausgeben und sowas. Aber ich sehe das nämlich anders, weil Zeit ist auch Geld. Und wenn du eben versuchst, dir was anzueignen, dann brauchst du selber immer länger. Klar, du musst nicht immer Geld ausgeben. Vielleicht kennst du einen, der dir irgendwie helfen kann, ein guter Freund von dir. Lass ihn mal irgendwie Mannschaftskameraden bei dir beim Training zuschauen, beim Wettkampf. Und frag ihn, okay, was kann ich da besser machen? Nimm die Sachen auf, zeig es irgendjemandem. Genauso auch bei den Trainingsübungen, so beim Krafttraining. Mache ich die Übungen richtig, sind die falsch, aber nicht jeder hat eben einen Fitnesstrainer oder einen Tischtenniscoach oder irgendjemand, der seine Hilfe anbietet und da kannst du dann eben professionelle Beratung hinzuziehen. Denn so sparst du nicht nur Zeit und Aufwand, sondern machst auch die richtigen Dinge. Also es bringt nichts, wenn du viel Arbeit investierst und dann am Ende versuchst du den krassesten Plan auszuarbeiten, aber im Endeffekt schaffst du ihn nicht zu machen wegen der Zeit oder er bringt gar nichts oder du siehst keine Erfolge nach zwei, drei Wochen und bist dann ab. Es ist immer wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem hilft. Und dann kannst du auch langfristig erfolgreich werden. Deswegen mache bitte die Dinge richtig. Also wenn du irgendwas anfängst, dann versuche wirklich, dich da einzuarbeiten und intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Denn nur so kannst du wirklich sicher gehen, dass du das Richtige machst. Sei dir also nicht so schade, Zeit aufzuwenden oder ein bisschen Geld auszugeben. Es gibt keinen anderen Weg. Du musst immer etwas investieren, wenn du erfolgreich sein willst. Egal ob im Tischtennis, in der Arbeit oder in der Schule. Du musst immer etwas investieren. Ich hoffe, das hat dir ein wenig weitergeholfen. Das war es zum Thema Trainingsplan. Wie finde ich den richtigen Trainingsplan? Morgen geht es weiter im nächsten Video. Schreibt am besten mal in die Kommentare, ob ihr einen Trainingsplan verwendet, ob ihr einen selber erstellt habt, wie ihr da vorgeht oder ob ihr einfach keine Zeit dafür habt.
Ich würde mich über den einen oder anderen Kommentar freuen, wenn ihr ein bisschen sagt, wie euer Trainingsplan aussieht, dann können wir uns ein bisschen austauschen, gegenseitig helfen und genau, das war es dann von mir. Ich bin Boyan Besinger und morgen geht es weiter mit dem nächsten Video. Ciao.